Zu einer Zeit, als nur der Mond und die Sterne die Nacht erhellten, regte der Himmel die Fantasie der Menschen an. Früh begannen sie, in den hellsten Sternkonstellationen Bilder zu erkennen. Mystische Tiere und sagenumwobene Fabelwesen. Zwölf solcher fantasievoller Sternbilder sind die Tierkreiszeichen. Bis heute schreibt manch einer diesen Sternkonstellationen sogar Einfluss auf sein Leben zu. Doch es gibt eigentlich noch ein 13. Sternzeichen, den Schlangenträger. Was die Sternzeichen gegenüber anderen Sternbildern auszeichnet, ist ihre Position am Himmel. Sie liegen in etwa in der Umlaufebene der Erde um die Sonne. Von der Erde aus gesehen scheint sich deshalb im Laufe eines Jahres die Sonne durch diese Sternbilder zu bewegen. Vom 30. November bis 18. Dezember steht die Sonne im Sternzeichen Schlangenträger. Wieso spricht niemand davon, er sei in diesem Zeichen geboren? Die abendländische Astrologie geht auf die Schriften eines Griechen von vor 2000 Jahren zurück, Claudius Ptolemäus. In seinem Sternenkatalog nennt er über 1000 Sterne und 47 Sternbilder, darunter auch die heute bekannten 12 Tierkreiszeichen und den Schlangenträger. Doch schon Ptolemäus teilt den Himmelsäquator in nur 12 Regionen und weist jede Region ein Sternbild zu. Das 13. bleibt außen vor. Ptolemäus ist jedoch nicht der Erste, der so vorgeht. Denn der 12-teilige Tierkreis findet sich bereits in babylonischen Aufzeichnungen, die noch 1000 Jahre älter sind. Damals ist Babylon eine florierende Metropole. Die Babylonier sind aber nicht nur gute Geschäftsleute, sondern auch hervorragende Astronomen. Ihre Beobachtungen werden die Himmelskarten noch tausende Jahre später prägen. Vor allem die Vermessung der Mondzyklen beeinflusst die babylonische Astronomie. Ein Mondzyklus dauert fast genau 30 Tage. Heute wissen wir, in dieser Zeit läuft der Mond einmal um die Erde. Bis die Jahreszeiten wiederkehren, vergehen etwa 12 Mondzyklen. Denn so lange braucht die Erde für ihren Umlauf um die Sonne. Für die Babylonier wird die 12 zur beherrschenden Zahl des Himmels. Sie teilen das Jahr in 12 Monate. Jedem Monat weisen sie ein Sternbild zu und ignorieren dabei, dass die Sonne unterschiedlich lange in den Sternzeichen steht. Zum Beispiel nur 7 Tage im Skorpion und ganze 44 Tage in der Jungfrau. Doch die Einteilung in 12 Monate hat einen großen Vorteil. So lässt sich leicht ein halbes Jahr berechnen. Oder in Viertel oder auch Drittel teilen. Bei einer Einteilung in 13 Abschnitte würde immer eine krumme Zeitangabe entstehen. Deshalb musste das 13. Sternzeichen der Übermacht der praktischen 12 weichen. Im Laufe der Zeit ist der Schlangenträger in Vergessenheit geraten.